Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video ist ein Fazit und zwar ist es ein Fazit zu einem Video, was ich letztes Jahr gedreht habe. Und zwar geht es um das Video 10 Bücher, die ich unbedingt im Jahr 2015 lesen möchte. Und ich weiß, das Jahr 2015 ist schon ein bisschen vorbei. Wir haben jetzt schon Ende März. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dieses Video noch machen und ich wurde auch gefragt, ob ich das machen könnte. Und deswegen schauen wir mal, welche Bücher ich gelesen habe von denen, die ich so unbedingt lesen wollte und welches leider nicht geschafft haben. Welche ich leider nicht geschafft haben. Die Bücher haben damit nichts zu tun. Ich bin schuld. Außerdem möchte ich euch jetzt hier noch ganz schnell einen Booktube-Kanal empfehlen. Ich mache ja irgendwie voll selten nur noch solche Kanalempfehlungssachen und so weiter und das liegt daran, dass ich ganz wenig Booktube selbst nur noch gucke irgendwie. Also ich gucke wirklich nur hin und wieder mal ein Video von niemand Bestimmten, einfach so, wenn mich mal das Thema interessiert. Aber ich habe da jemanden entdeckt neulich, auch durch die liebe Cossi, die hat das glaube ich auf Facebook geteilt. Und zwar ist es die Tammy von Reading Teabag. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Und das ist so eine sympathische und liebe und die ist witzig. Und die, ich finde, die bringt mal so frischen Wind irgendwie in alles rein. Und sie macht einfach total schöne Videos und ist einfach voll die gute Laune Person irgendwie. Und ich mag sie unheimlich gerne und ihre Videos. Und ja, deswegen schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie hat es wirklich verdient. Und ich hoffe, dass sie euch auch ein bisschen gute Laune machen kann. Das hat sie bei mir auf jeden Fall getan. Ich habe heute schon ihr neuestes Video geguckt über ihr neues Lieblingsbuch. Da macht sie quasi so eine Rezension, so einen Buchtipp, ohne wirklich zu sagen, um welches Buch es geht. Und das fand ich total cool. Und ja, ich hoffe, dass euch das auch gefällt und dass ihr mal bei ihr vorbeischaut. Also, ich habe weniger als die Hälfte der Bücher gelesen. Um genau zu sein, 4,5. Möchte ich es mal nennen. 4,5. Ich habe mir auch teilweise ganze Reihen vorgenommen, von denen ich nicht mal einen einzigen Band gelesen habe. Ja, aber ich fange jetzt mal an mit den Büchern, die ich gelesen habe letztes Jahr. Und zwar war ein Vorsatz, dass ich bei Game of Thrones weiterlese, bei Das Lied von Eis und Feuer. Und ich zeige hier jetzt stellvertretend den 7. Band, denn ich habe Band 5 und 6 gelesen letztes Jahr. Ich hatte mir Band 5 damals vorgenommen, aber Band 6 habe ich letztes Jahr auch noch gelesen. Ja, und jetzt habe ich Band 7 schon hier, aber noch ungelesen und das habe ich geschafft. Und es hat mir sehr gut gefallen und ich möchte hier auch bald weiterlesen. Aber Game of Thrones ist bei mir immer so ein Ding, dass ich da wirklich nur so zwei Bände oder ja, zwei Bücher im Jahr von lese. Was eigentlich ganz gut ist, weil das ja mit der Veröffentlichung des nächsten Buches immer noch ein bisschen dauert und das mit der Übersetzung würde dann noch dauern und so. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz okay, dass ich da so langsam vorankomme. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, habe ich allerdings im Jahr 2016 gelesen. Ich habe das im Februar gelesen und zwar ist das Clockwork Angel oder Clockwork Princess sagen oder so, aber nein. The Clockwork Scarab von Colleen Gleason. Ja, und das habe ich jetzt auch gelesen und wer dazu mehr hören und erfahren möchte, kann am besten meinen Monatsrückblick gucken, in dem ich das Video zeige. Den verlinke ich euch hier und den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Das Buch fand ich echt ganz cool. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich weiterlesen werde, weil es auch seine Längen hatte und mich nicht ganz so gepackt hat, aber irgendwie habe ich doch Gefallen an der Story gefunden. Wobei ich herausgefunden habe, dass dieses Steampunk-mäßige nicht so ganz mein Fall ist. Wobei ich es jetzt nicht total doof finde, aber ja, irgendwie, ich glaube, ich kann damit nicht so gut. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Vielleicht muss ich da noch mehr in die Richtung lesen. Schon direkt im Februar oder März 2015 habe ich gelesen Anna and the French Kiss von Stephanie Perkins und ich habe dieses Buch geliebt. Ich liebe es immer noch und es war so, so, so toll und so niedlich und so wunderschön und wenn ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt und solche schönen, leichten, tollen Liebesgeschichten mögt und die war auch einfach total witzig und irgendwie ist einem das sehr ans
Herz gegangen, auch wenn es so locker leicht war. Und ja, ich mochte das Buch einfach unheimlich gerne und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gelesen habe. Dann als nächstes eine komplette Trilogie, und zwar die Shatter Me-Trilogie von Tahereh Mafi mit Shatter Me, Unravel Me und Ignite Me. Und diese drei Bücher habe ich innerhalb von einer Woche gelesen. Das weiß ich noch, das war im Sommer. Da war es so unfassbar heiß und eigentlich war es viel zu heiß zum Lesen. Aber ich habe diese Bücher geliebt und gesuchtet und ja, ich habe quasi diese eine Woche, in der ich diese Bücher gelesen habe, habe ich nur für die Bücher gelebt. Und ich habe diese Trilogie geliebt und das Ende war ein bisschen abrupt irgendwie. Ich hätte da gerne noch 100, 200 Seiten mehr gehabt im letzten Band, aber insgesamt, was für eine unfassbar tolle Trilogie, und der Schreibstil von Tahereh Mafi ist Bombe. Ich liebe ihren Schreibstil und ich mochte die Charaktere so gerne und ich mochte die Geschichte und diese ganzen Wendungen und die Charaktere und Warner. Ich bin ja bekennender Team Warner-Fan und ich liebe diesen Typen. Ich habe im dritten Band habe ich so ein paar Lieblingsstellen und die lese ich teilweise immer noch mal wieder. Ich hole das Buch wirklich von Zeit zu Zeit noch raus und lese meine Lieblingsstellen hier und ja, ganz große Liebe. Dann kommen wir zu dem halben Buch, was ich gelesen habe. Ich hatte mir vorgenommen, Band 2 und 3 der Mara Dyer Trilogie zu lesen, also The Evolution of Mara Dyer und The Retribution of Mara Dyer. Ich habe allerdings nur Band 2 gelesen. Und zwar auch jetzt erst im März. Haha, ich habe das Buch vor ein paar Tagen beendet, aber ich habe es gelesen, nicht im Jahr 2015, aber ich habe es bis jetzt gelesen, bis zu diesem Video. Und ja, Band 3 werde ich auch bald dann irgendwann lesen. Also das Ende hier ist echt mies und ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe da noch so ein paar Rezensionsexemplare und andere Bücher, die ich unbedingt noch lesen möchte vorher. Und deswegen wird das hier, also der dritte Teil, noch ein bisschen warten müssen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Wie ich auch schon in dem ursprünglichen Video sagte, ist hier keine deutsche Übersetzung zu kaufen. Ich weiß auch nicht, ob das noch gemacht wird. Ich glaube eher nicht. Und ich muss jetzt auch sagen oder gestehen, dass ich zu den Film-News oder ob was, wie, wo, inwieweit da was mit dem Film passiert und so weiter, habe ich jetzt überhaupt nicht recherchiert. Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal schon vor einem Jahr oder so gehört oder vor anderthalb Jahren sogar schon, dass es verfilmt werden soll. Aber irgendwie habe ich da jetzt noch nichts Neues gehört, aber habe auch nicht danach gesucht. Also ich kann euch leider keine neuen Infos geben, was das angeht. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich nicht gelesen habe. Und diese Bücher sind weiterhin ein bisschen weiter auf der Prioritätenliste als andere Bücher, aber ich werde sie mir nicht so krass vornehmen, dass ich sie jetzt unbedingt noch dieses Jahr schaffen möchte. Es sind nach wie vor Bücher, die ich gerne lesen möchte und die ich auch bestimmt irgendwann lesen werde. Ja, aber ich glaube, im Moment interessieren mich ein paar von meinen Subbüchern noch mehr als diese hier, und ich werde auch noch ein Video machen mit 5 Büchern, die ich dieses Jahr unbedingt lesen möchte, weil ich möchte gerne so ein Video machen, aber 10 Bücher sind für mich einfach nicht schaffbar, habe ich gemerkt. Und deswegen 5 Bücher sind schaffbar. Es ist zwar schon bald April, aber ich kriege das hin, hoffentlich. Okay, und zwar nicht gelesen habe ich 1984 von George Orwell. Und ja, da bin ich wirklich ein bisschen traurig, dass ich das nicht geschafft habe, weil mich das wirklich, wirklich doll interessiert und ich mich sehr auf dieses Buch freue. Wir lesen ja im Book Circle im April einen Klassiker. So wie es momentan aussieht, wird es Alice im Wunderland. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Ich hätte gerne dieses Buch gehabt. Ja, und da bin ich ein bisschen traurig, dass das hier nicht geworden ist. Aber ich werde das wohl irgendwann lesen. Ich schäme mich fast schon ein bisschen, dass ich das nächste Buch hier wieder mal in die Kamera halte und es immer noch nicht gelesen habe. Und zwar Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Ja. Das ist traurig, dass ich das immer noch nicht gelesen habe, und ich weiß, dass wieder Kommentare kommen werden und so, ja, Laura, du musst es unbedingt lesen, ich liebe dieses Buch und du wirst es lieben und alle lieben es und es ist so toll, und ich weiß, ich will es auch gerne lesen, aber irgendwie nehme ich es doch nie zur Hand, also irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht dieses Jahr, aber ich weiß es noch nicht. Aber irgendwann wird das dran kommen. Ich habe sogar schon mal so ein bisschen reingelesen. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 Seiten oder so gelesen und fand es echt witzig so vom Eindruck her. Und deswegen, ja, ich habe
es im Auge. Und noch ein Buch, bei dem ich es schade finde, dass ich es noch nicht gelesen habe, und zwar Das Lied der Dunkelheit von Peter W. Brett. Ich bin momentan wieder so ein bisschen mehr auf dem Fantasy-Trip, beziehungsweise ich habe immer voll Bock, Fantasy zu lesen und habe jetzt auch mittlerweile noch mehr High-Fantasy-Bücher auf dem Sub und so weiter. Und deswegen werde ich vermutlich demnächst irgendwann wieder so ein bisschen in das High-Fantasy-Gefilde einsteigen. Vielleicht nicht mit diesem Buch, aber ich möchte es nach wie vor gerne lesen. Dann noch ein Buch, und zwar I'll Give You the Sun von Jandy Nelson. Das soll auch ganz, ganz, ganz toll sein und ganz, ganz tragisch und herzzerreißend, und das ist eigentlich so der Hauptgrund, weshalb ich es lesen möchte, weil ich es wirklich mag, bei Büchern zu weinen. Ich weiß nicht, ob jemand das versteht. Es gibt bestimmt einige Leute, die diesen Tick nachvollziehen können. Ich liebe es, bei Büchern, Filmen, Serien oder was zu weinen. Ich finde es einfach, wenn es einem das Herz zerreißt und man all diese Gefühle fühlt und so weiter, das liebe ich. Und deswegen, hatte ich dieses Buch immer sehr stark im Auge und werde es auch irgendwann lesen und hoffentlich lieben, und hoffentlich wird das Herz zerreißend und traurig sein und ich werde weinen, hoffentlich. Die letzten Bücher, beziehungsweise die letzte Reihe, von der ich keinen einzigen Band gelesen habe, das ist auch eine Schande, aber es ist die Percy Jackson Reihe von Eric Riordan. Ich habe ja diesen wunderschönen Schuber und den habe ich mittlerweile schon über ein Jahr, den habe ich Weihnachten 2014 habe ich den bekommen. Ich habe noch kein Buch gelesen und ich finde ihn so, so, so schön, diesen Schuber, und ich möchte diese Bücher so gerne lesen. Mal sehen, ob das noch was wird. Ich hoffe es so sehr, dass ich dieses Jahr wenigstens anfange mit der Reihe. Ja, alles andere wäre sehr, sehr schade. So, das waren meine Bücher, die ich eigentlich letztes Jahr hätte lesen wollen, die ich aber nur teilweise geschafft habe. Und es ist irgendwie nochmal cool gewesen, sich das alles ins Gedächtnis zu holen und diese Bücher nochmal auf dem Schirm zu bekommen irgendwie. Und mal sehen, ob ich von den Büchern dann dieses Jahr noch irgendwas lesen werde. Ich würde es mir wünschen und ich hoffe, dass ich dazu komme und mal zu diesen Büchern greifen werde. Aber wie schon am Anfang gesagt, ich habe so ein paar Bücher, die ich momentan noch lieber lesen möchte und die ich euch dann vorstellen Video in meinem 5 Bücher, die ich unbedingt 2016 lesen möchte Video. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ja, okay, dann war es das auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.